weil wir den Motor der Wirtschaft am Laufen halten. In Deutschland und an 64 Standorten weltweit. Moritz Reinhardt, die erste Neuverpflichtung in diesem Jahr. Ja, Moritz, wie kam das denn zustande? Ja, ich freue mich natürlich, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe selbst ehrlich gesagt auch nicht mehr damit gerechnet, dass jetzt ein Verein wie Kickers Offenbach anfragt. Der Kontakt kam über unseren Co-Trainer Max Lesser zustande, der auch aus Fulda kommt und diese Saison ein paar Spiele von mir gesehen hat. Und mich dann anschließend kontaktiert hat und mich gefragt hat, ob ich ein Probetraining mitmachen möchte. Und das ging dann relativ schnell. Dann habe ich 4 Tage mittrainiert mit der Mannschaft und durfte dann anschließend noch ein Spiel live in Offenbach mitverfolgen. Und ja, jetzt hat sich alles relativ schnell ergeben, den Vertrag unterschrieben und jetzt geht's los mit der Vorbereitung. Es gibt ja beim OFC schon jemand, der aus den unteren Klassen zu den Kickers gewechselt ist. Inwieweit hatte das für dich Vorbildcharakter? Ja, natürlich bekommt man das mit, dass der Jake auch aus einer niedrigeren Liga zum OFC kam und jetzt eine hervorragende Hinrunde gespielt hat. Habe mich natürlich auch schon mit Jake im Training unterhalten, wie das bei ihm alles so gelaufen ist. Und natürlich gibt das einem Mut, selbst dann diesen Schritt zu wagen. Man sieht einfach, dass auch Spieler, die noch nicht so hoch gespielt haben, trotzdem die Chance bekommen, viel Spielzeit bekommen und das Vertrauen vom Trainerteam. Moritz, was verbindest du mit dem OFC? Die Großeltern von guten Kumpels von mir haben in Offenbach gewohnt und von daher waren wir öfters im Stadion live, noch am alten Bieberer Berg damals, und da konnte ich schon die Atmosphäre ein erstes Mal miterleben und man weiß natürlich, dass es großartige Fans sind, dass immer viele Fans sowohl zu Heimspielen als auch zu Auswärtsspielen kommen, und natürlich bekommt man mit, dass der OFC ein absoluter Traditionsverein ist, super Stadion, super Umfeld, und da freut man sich einfach auf die nächste Zeit. Was sind deine persönlichen Erwartungen an Offenbach? Ja, es wird natürlich erstmal eine große Umstellung für mich werden, vom Spiel, vom Training, auch vom ganzen Umfeld, von Zuschauern her. Es ist sehr viel intensiver, sehr viel schneller als in der Gruppenliga. Aber ich hoffe, dass ich mich daran sehr schnell gewöhne. Natürlich wird es ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, das ist klar. Aber mein Ziel ist natürlich, mich selbst zu verbessern, ein Teil der Mannschaft zu werden und selbst der Mannschaft dann auf dem Feld zu helfen, viele Tore zu schießen. Und natürlich so viel Einsatzzeit wie möglich zu bekommen. Wirst du denn auch nach Offenbach umziehen? Und wenn ja, kommst du alleine? Ja, ich habe seit vielen Jahren eine Freundin, die wohnt und studiert in Gießen. Von daher werde ich erstmal pendeln und nicht in Offenbach wohnen. Pendeln dann entweder nach Fulda in meine alte Heimat oder dann öfters auch mal nach Gießen zu meiner Freundin. Deshalb werde ich vorerst nicht in Offenbach wohnen, aber wenn es mir dann zu viel wird, kann man sich immer noch nach einer Wohnung umgucken.